ein herzliches Willkommen zum 6. Lauf unserer RCCO-Serie hier in Assen in Holland. Zusammen mit der DTM starten wir heute schon ins Finale. Die Startaufstellung: auf Platz 6 Herr Axel Woltmann im Audi, Platz 5 Eldert Hedden, Lamborghini, Platz 4 Kim Hauschild im VW, Platz 3 Michael Niemas mit KTM, auf Platz 2 Daniel Bäumler im VW und zuletzt Björn Skottke mit KTM. So, auf der Suche nach Kim Hauschild fürs Finale. So, wir sind gespannt, wie das Rennen heute ausgeht. Kann Volkswagen mit Daniel Bäumler den zweiten Sieg in Folge einholen? Nachdem auf dem Bilster Berg bereits ein erfolgreiches Rennen für VW stattgefunden hat, sind wir natürlich gespannt, ob auch in diesem Rennen, diesmal sogar mit 2 Volkswagen-Autos im Finale, der Sieg behalten werden kann. An Start für VW gehen Daniel Bäumler und Kim Hauschild. Neben Michael Niemas und Björn Skottke sind wir gespannt, ob das alles denn auch so klappt, wie VW sich das vorgestellt hat. Denn Björn Skottke und Michael Niemas sind berüchtigte Gegner im RCCO. So, Startampel läuft. Es wird gespannt auf die Startampel geschaut. Brauchen wir noch Streckenposten? Streckenposten, Freiwillige. So, die Fahrer machen sich bereit für den Finallauf des 6. Lauf des RCCO-Rennens hier in der Audi Hospitality in Assen in Holland. Auf der Suche nach den letzten Streckenposten machen sich alle bereit, um möglich rausfallende Autos auch rechtzeitig und schnell wieder einzusetzen. Damit im Finale auch alles glatt läuft und alle Autos möglichst schnell wieder reingesetzt werden müssen, müssen wirklich an jeder Kurve und an jeder Ecke Streckenposten postiert sein. Das ist aktuell noch nicht der Fall. Aus diesem Grund bitten wir mal alle RCCO-Teilnehmer hierher, damit auch die Streckenposten besetzt sind. Einer der Finalisten, Kim Hauschild, ist nicht nur Profi mit dem Slotcar, sondern auch Profi im echten Rennsport. Er hat mehrmals am Carrera Cup teilgenommen, sowie beim Super Trofeo Lamborghini. Mal sehen. Die Startampel läuft, alle schauen gespannt auf die Ampel. Sobald die grünen Lichter brennen, wird Gas gegeben. Heute haben wir auch prominente Fahrer dabei, zum Beispiel den Dirk Geiger, den ich jetzt mal bitte, einmal rüberzukommen. Hi Dirk, schön, dass du heute da bist. Wie geht's dir heute? Ja, danke, dass ich da sein darf. Mir geht's sehr, sehr gut und es ist einfach mega geil, hier zu sein. Das freut uns natürlich sehr. wir kennen dich aus dem Motorradsport. Erzähl doch mal ein bisschen, was machst du denn da? Ja, also ich fahre in Spanien in der CEV im European Talent Cup und mit der Moto3, das ist eine 250er KTM Einzylinder und hat um die 55 PS. Und am Sachsenring hatte ich meinen ersten WM-Einlauf in der Moto3 WM und das war schon ein mega geiles Erlebnis. Das glaube ich dir. Nun ist natürlich Slotka nochmal was ganz anderes. A, sitzt du ja gar nicht selber so richtig am Steuer. Du hast ja im Prinzip nur einen Drücker in der Hand. Dafür bist du hier echt weit gekommen. Machst du das zum ersten Mal oder übst du heimlich im Keller? Nee, ich mache das eigentlich seit ich klein bin, so als auch Konzentrationstraining. Aber der Style jetzt von dem Slotka Racing ist jetzt das erste Mal und ich habe mich sehr schnell zurechtgefunden und das hat mega Spaß gemacht. Ja, wunderbar. Wir hoffen natürlich, dass du uns öfter besuchen kommst. Das nächste Mal sind wir in Hamburg. Ist Hamburg weit von dir entfernt? Ja, ich glaube. Also ich wohne in Mannheim. Hamburg ist um die 6 Stunden, glaube ich. Ja gut, für so ein Slotka-Race kann man das auf jeden Fall schon mal machen. Herzlichen Dank für deine Minuten. Wir schauen mal, wie das Finale weiterläuft. 2 Minuten gelaufen. Skottke führt von Eldert, Kim auf 3, Daniel 4, Michael Niemas 5 und Axel Woltmann auf Platz 6. Ich sage, hört man nicht in der Welt. Das ist nur für die Teilnehmer, was ich mache. Das ist Rennleitung. Ne? So, aktuell führt Björn Skottke. Danach Eldert Hedden, danach Kim Hauschild, dicht gefolgt von Daniel Bäumler, seinem Teamkollegen, anschließend Michael Niemas und danach Axel Woltmann auf Platz 6 aktuell. Da wir uns aber erst in der 3. Minute befinden, kann sich hier noch einiges ändern. Zum Beispiel, wenn einer rausfällt. Das heißt, da gehen wertvolle Sekunden, wertvoller Schwung geht verloren, weil das Auto erneut eingesetzt werden muss. Wir sehen heute auch eine besonders schwere Bahn, so habe ich die Fahrer reden hören, weil wir hier vorne noch so eine kleine Kurve haben. Die wird auch gerade eingeblendet, das heißt, Sie sehen auch gerade die Kurve, um die es geht. Durch diese ganzen Schlingen ist es doch relativ schwer, relativ schnell, ohne rauszufallen, dort durchzufahren. Gerade wenn 2 Autos nebeneinander sind, kann es doch schon mal dazu kommen, dass durch den Schwung des einen Autos das andere mehr oder weniger aus der Bahn rausgeschmissen wird. Wir haben soeben einen Wechsel in der Reihenfolge gehabt. Der Michael Niemas hat den Daniel Bäumler überholt. Daniel Bäumler hat den letzten Lauf am Bilster Berg gewonnen und wir sind gespannt, ob er oder vielleicht Kim Hauschild die Führung ausbauen kann. Starker Konkurrent ist nach wie vor Eldert Hedden im Lamborghini. Viele Läufe Anfang des Jahres wurden schon durch Lamborghini erfolgreich bekämpft und auch gewonnen. So, exakt Halbzeit. Skottke 1 Sekunde von Eldert, Kim auf 3, Michael Niemas 4, Daniel 5 und Axel auf Platz 6. So, wir haben Halbzeit erreicht. Herr Skottke ist ungefähr 1 Sekunde vor dem Lamborghini vor Eldert Hedden. Wir sind gespannt, ob das so bleibt oder ob sich da doch jemand im Lamborghini durchsetzen kann. Ansonsten ist die aktuelle Position unverändert. Björn Skottke auf Platz 1, Eldert Hedden auf Platz 2, Kim Hauschild auf Platz 3, Michael Niemas auf Platz 4, Daniel Bäumler auf Platz 5 und Axel Woltmann auf Platz 6. Heute möchte ich natürlich auch noch mal betonen, dass wir viele Damen am Start hatten, die Luisa Skottke, die Doris Plass und die Martina. Wir haben alle hart gekämpft, doch gegen die Männer mit jahrelanger Erfahrung konnten wir uns heute nicht durchsetzen. Zum Beispiel ist da Michael Niemas auch lange dabei und der baut auch seine Autos selber. Schaut also genau hin, schaut auf jedes Detail. Wir haben Spiegel, wir haben einen Spoiler und wir haben sogar Scheibenwischer. Und wenn man sich überlegt, wie lange das dauert, bis man das alles in Perfektion gebaut hat, um dann auch noch zu schauen, wie schnell das Ganze fährt. Und ich möchte verkünden, dass wir einen Führungswechsel haben. Lamborghini auf Platz 1, Björn Skottke ist auf Platz 2, auf Platz 3 Michael Niemas, auf Platz 4 Kim Hauschild, Platz 5 belegt Daniel Bäumler und Axel Woltmann unverändert auf Platz 6. Jetzt sind wir gespannt, ob Eldert denn die Führung halten kann. Da sehen wir jetzt gerade nochmal die Kurve und wie schnell das gehen kann, dass doch ein Auto rausfliegt. Zwei Autos nebeneinander sind manchmal ein bisschen zu viel. Wir haben einen Führungswechsel. Skottke ist zurück an der Spitze und Eldert kämpft, um wieder auf Platz 1 zu kommen. Wir haben noch 2 Minuten, da kann viel passieren, wir sind gespannt. Schauen auf die Tabelle und schauen auf die Zeiten. Gebankt sitzen hier, da sitzt hier der Nachwuchs von den jeweiligen Fahrern und drückt die Daumen. 0,2 Sekunden Unterschied, das wird eine knappe Kiste. Wenn jetzt einer rausfällt, kann das schon bedeuten, dass die Führung wieder wechselt oder dass man gleich mehrere Plätze verliert. Platz 1 aktuell Björn Skottke, Platz 2, Eldert Hedden, Platz 3, Michael Niemas, Platz 4, Kim Hauschild, Platz 5, Daniel Bäumler und Axel Woltmann unverändert auf Platz 6. Und wir sind gespannt, der Abstand wird kleiner. Wir haben die letzte Minute. Die letzte Minute läuft und wir schauen gebannt auf unsere Tabelle mit den Zeiten. Sekunden. Die letzten 20 Sekunden laufen, wir sind gespannt. Es läuft nebeneinander, sie sind nebeneinander. Da ist es passiert. Er hat leider die Konzentration verloren und fällt dadurch ein paar Sekunden hinter Björn Skottke. Das war's, gewonnen hat Björn Skottke. So, wir gratulieren Björn ganz lieb und bitten ihn auch direkt mal nach vorne. Komm her, lieber Skotti. Alles klar. Skotti, herzlichen Glückwunsch. Sei es dir von ganzem Herzen gegönnt. Das war aber auch nicht einfach. Was war das denn für eine knappe Kiste? Erzähl mir das mal. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, das war wirklich, ich bin noch ganz durch den Wind. Ich habe am Anfang eine kleine Führung rausgefahren. Und musste dann mit der Situation fertig werden, dass von hinten Druck aufgebaut worden ist. Und ich bin einmal rausgefallen, Eldert ist einmal rausgefallen und so hat sich das dann wieder ausgeglichen. Boah, aber ich bin echt froh. Das ist mein erster Sieg diese Saison. Und ja, da kann es nach mir, wenn es nach mir geht, noch mehr geben. Aber ich bin echt total zufrieden. Ja, Skotti ist back in the game. Ich würde mal sagen, wir machen die Siegerehrung. Dazu bitte ich auch den Zweit- und Drittplatzierten zu mir nach vorne. Einmal bitte den Eldert Hedden und einmal bitte Michael Niemas. Und zudem hätte ich ganz gerne noch den Axel Woltmann als besten Rookie. Ja, ja, magst du dich hinstellen? Herzlichen Glückwunsch zum Rookie. Wie fühlt es sich an? Ja, sehr gut. Sehr schön. Hat Spaß gemacht, sehr viel Spaß. Ja, klasse, das freut mich. Ich würde mal sagen, der Rookie darf heute als allererstes aussuchen. Das freut mich, danke schön. Ja, sehr gerne. So, der Zweitplatzierte versteckt sich gerade noch. Eldert, alles Gute. Na, du hast es ja schon so viele Siege, wollten wir Skotti auch mal was gönnen, ne? Genau. Auch du darfst mal zugreifen. Und Michael, auch dir, ja, alles Gute zum dritten Platz. Schön, dass du wieder da warst. Wir hoffen, dass du ein bisschen mehr wieder da warst. Ja. So, auch du darfst dir gerne einmal aussuchen, welches Auto du gerne haben möchtest. So, und während hier ausgesucht wird, möchte ich ganz gerne mal auf den nächsten Lauf hinweisen. Der wird nämlich wieder in Hamburg im Delmar stattfinden, und zwar am 28.08. um 18:30 Uhr. Auch dort werden wir wieder live sein bei Facebook. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dann.